Trading mit der Martingale-Strategie. Wir sprechen hier über eine Handelsstrategie, die schon sehr, sehr lang bekannt ist. Wir schauen einmal, was das ist, was Sie auch aus dieser Strategie an Wissen mitnehmen können. Vorab natürlich wieder der Risikohinweis: Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Sie riskieren Ihr investiertes Kapital zu verlieren. Worum geht es im Webinar? Wir schauen einfach mal auf das Thema erfolgreicher Trader versus Beginner im Trading. Wir beleuchten danach entsprechend die Martingale-Strategie und wir schauen auf die Anti-Martingale-Strategie, das heißt das Trading als Gegenstrategie zum Martingale. Warum ich diese, ja, sage ich mal, Aufteilung hier so gemacht habe, das wird sich dann gleich auch für Sie aus der Besprechung des Ganzen mit ergeben. Schauen wir einfach mal, was zeichnet denn erfolgreiche Trader aus? Was sind die Fakten rund um Trader, die im Trading regelmäßig Geld verdienen? Was machen die so? Nummer 1: Sie wenden immer funktionierende Strategien an. Das heißt, sie sind erfahren am Markt, haben viele, viele, sage ich mal, Trades gemacht, kennen ihre Märkte sehr genau, wissen genau, was für sie funktioniert. Das heißt, in aller Regel traden die auch nicht anderen Händlern nach, sondern haben ihre eigenen an sie individuell angepassten Strategien und setzen diese entsprechend dann auch um. Weiterhin ist im Trading erfolgreicher Trader auch immer wieder zu sehen, dass sie eine extrem exakte Trade-Planung haben. Das heißt, bevor sie auf den Knopf drücken, um einen Handel auch abzuschließen, um eine Position zu eröffnen, ist es so, dass sie ihren Trade immer planen. Wo genau ist der Einstieg? An welcher Stelle sichere ich den Trade ab? Und wo können wir denn Gewinne mitnehmen? Na, also es ist halt hier immer die Frage im Long Trade: Wer kauft denn überhaupt nach mir? Ne? Wenn keiner mehr da ist, der nach mir kauft, stellt sich halt die Frage, an wen kann ich denn meine Long-Position denn abgeben, wenn es keine Käufe mehr gibt? Also all diese Fragen werden hier im Vorfeld geklärt und dann entsprechend auch umgesetzt. Es gibt bei erfolgreichen Tradern keine zufälligen Trades und auch keine emotionsbedingten Trades. Ja, es gibt nicht die Situation, dass man sieht, oh, der Markt läuft los, ich muss jetzt unbedingt den Markt hinterherrennen. Nein, das gibt es einfach nicht. Hier wird emotionslos getradet. Es wird nur dann auf den Knopf gedrückt, wenn entsprechend alle Parameter, die für die Erfüllung des Trades notwendig sind, vorliegen. Das heißt hier nichts mit Emotionen, nichts mit Zufall. Es wird einfach nur die Strategie gehandelt. Und extrem wichtig: Erfolgreiche Trader wenden immer ein festes Risikomanagement ein, weil sie wissen, das Einzige, was wir Händler im Trading planen können, mehr oder weniger planen können, ist das Risiko. Punkt. Da gibt es nicht viel mehr zu sagen. Hier wird mit dem festen Risikomanagement gearbeitet. Der Trader weiß im Vorfeld, was er bereit ist, im Risiko einzugehen. Wenn das gerade erreicht wird, wird der Trade entsprechend beendet. Weiterhin fokussieren sich erfolgreiche Trader immer auf erfolgreiche Setups. Das heißt, diese erfolgreichen Trader wissen, was am Markt funktioniert, was am Markt nicht funktioniert. Und sie traden dann entsprechend die Dinge, die funktionieren, und setzen ihre Handelsstrategien auch vollständig um. Da gibt es also auch, wenn die Strategie läuft, kein Wenn oder Aber, keine Überlegung, ah, sollte ich den Stopp jetzt ein bisschen weiter zurückziehen oder sollte ich ihn nachziehen. Nichts desgleichen. Es gibt eine feste Strategie. Diese feste Strategie wird umgesetzt und einfach strategisch durchgehandelt. Also das sind mal hier die Fakten um die erfolgreichen Trader. So, und nun schauen wir mal auf den Gegenpart, quasi den Part für die Beginner im Handel. Heißt also, was zeichnet denn den Handel von Anfängern im Trading aus? Bei den Anfängern, bei den Beginnern ist es zumeist so, dass es in der Regel keine duplizierbaren Strategien gibt. Woher soll es auch kommen, ne? Sie wissen ja noch nicht, was alles ist. Sie haben vielleicht mal etwas gelesen von der einen Strategie oder der anderen Strategie gehört und gehen dann den Weg, dass sie sagen, wir handeln das einfach mal nach. Das ist völlig normal. Auch ich habe so angefangen. Das sind so die ersten Schritte, die man im Trading macht. Wichtig ist, dass man halt sich fortentwickelt. Aber bei den Beginnern ist es faktisch so, es gibt nichts, was da an Strategie in irgendeiner Art und Weise gehandelt werden kann. Es herrscht auch
in der Regel häufig wenig Kenntnis über die Märkte, die gehandelt werden. Ne? Weil das Handeln ist ja einfach, man drückt auf den Knopf, plötzlich hat man eine Position im Portfolio, fertig ist. Ob das dann am Ende funktioniert, man weiß es nicht. Bei den Beginnern weiß man halt, das kenne ich auch aus eigener Erfahrung und auch in den Coachings, den ich mache von Händlern, die ich dort von Beginn an auch begleite, es werden halt sehr, sehr viele Fehler gemacht und die liegen halt auch häufig in dem Thema, man kennt den eigenen Markt nicht. Was machen die Beginner noch anders als die erfolgreichen Trader? Beginner haben häufig einen extrem hohen Fokus auf den Einstieg. Das heißt, es wird sehr, sehr viel Energie darin verwendet, den Einstieg zu planen. Ins Minimalste, bis in den Tickchart am besten manchmal noch hinein, um zu sagen, ja jetzt habe ich dort was und dann steige ich einfach ein und hoffe mal, dass der Trade aufgeht. Also das ist natürlich der Fokus ein bisschen auf die falsche Stelle. Es ist wichtig, den Fokus auf den Einstieg mitzulegen, aber nicht allein. Also nicht zu viel Energie in den Fokus auf den Einstieg legen, aber gerade beim Beginnern wird der Fokus massiv dort reingelegt und die Risikoabsicherung wird hier häufig vernachlässigt. Da denkt der Trader einfach nicht dran, weil es geht um den Einstieg, es geht darum, was kann ich denn gewinnen? Da gibt es ja etwas, da kann der Markt in den Himmel steigen, ja, da muss ich mich doch nicht um das Risiko kümmern. Das ist halt etwas, die Risikokontrolle wird hier gerade bei Beginnern häufig stark vernachlässigt. Und dann gibt es noch einen weiteren Punkt, den ich sehr, sehr oft beobachten kann. Und zwar, hier geht es um das Thema Positionsgrößenbestimmung. Es gibt wichtige Parameter, um die zu handelnde Größe festzulegen. Ja? So, und die Beginner, die wissen es ja auch nicht anders, die haben einfach noch keine Parameter für die Größenbestimmung. Bei der Größenbestimmung geht es dann meist um die Frage, wie viel muss ich denn verdienen, um mit einem Trade alle Verluste auszugleichen. Ne? Weil wenn der erste Trade schiefgegangen ist, gibt es dann halt nicht das Ziel, viel Geld zu verdienen, sondern dann ist erstmal das Ziel, den Verlust wieder auszugleichen. Und das am besten mit einem Trade. Das ist die große Frage, die sich hier dann gestellt wird. Wie viel muss verdient werden, um mit einem Trade alle Verluste auszugleichen? So eine Frage stellt sich ein erfolgreicher Trader überhaupt nicht. Aber beim Beginner ist das halt häufig ein Punkt, den wir hier haben. Machen wir mal einen kleinen Ausflug zum Thema Verlustausgleich. Wenn Sie einen Verlust in Höhe von 10% im Portfolio haben, dann ist der relativ fix wieder ausgeglichen. Mit einem Gewinn von 11% sind Sie plus minus null. Steigt der Verlust auf 20%, dann müssen Sie schon 25% verdienen, um diesen Verlust wieder auszugleichen. Haben Sie Ihr Portfolio halbiert, dann muss der Wert des Portfolios sich verdoppeln, um das plus minus null zu erreichen. Haben Sie Minus von 60%, brauchen Sie schon 150% Wertzuwachs mit Basis dessen, was Sie noch im Portfolio haben. Und da sehen Sie halt, dass so eine Strategie, alles mit einem Trade auszugleichen, halt sehr schwer umsetzbar ist. Stellen Sie sich einfach mal die Frage, wie oft passiert es denn, dass Sie einen Trade mit 100% oder 150% Gewinn machen? Und wenn Sie das beantworten mit nicht so oft, dann wissen Sie halt, dass diese Strategie auch wahrscheinlich nicht so gut funktionieren wird. Wenn Sie natürlich sagen, Sie machen regelmäßig 150% mit einem Trade, gut, dann können Sie das natürlich machen. Die Regel sieht allerdings hier in der Praxis etwas anders aus. Das sind die Gewinnzuwächse in der Regel nicht bei 100% oder 150% mit einem Trade entsprechend auch zu verzeichnen. Schauen wir noch einmal auf die Beginner im Trading. Woran liegt es denn, dass so wichtige Punkte, die für das Trading erfolgreich umgesetzt werden sollten, nicht angewandt werden? Das liegt halt einfach an der fehlenden Erfahrung. Beginner wissen nicht, was ist der passende Markt für sie. Wie wird die richtige Positionsgröße bestimmt? Was muss man denn da machen für die Positionsgrößenbestimmung? Die wissen, haben noch keine Erfahrung damit, wie das mit der Trade-Planung ausschaut, beziehungsweise der Risikobegrenzung und auch dem Festlegen eines realistischen Ziels, weil die Bäume wachsen nicht immer in den Himmel und häufig werden für die Zeiteinheiten, in denen die Trader unterwegs sind, die Gewinnziele viel, viel zu weit weggelegt. Das sind halt einfach Punkte, die brauchen Erfahrung im Trading und diese Erfahrung zu bekommen, das dauert natürlich etwas Zeit. Und dann ist auch hier ein Punkt, die Frage,
Fragestellung, womit verdiene ich als Händler denn Geld? Die Frage ist extrem wichtig, ja, weil viele gerade Beginner sagen, womit verdienen denn andere Händler Geld? Und wenn die das machen, mache ich das einfach auch, weil das ist ja total leicht. Nein, es ist nicht total leicht. Auch diese Trader, die ihre erfolgreichen Strategien auch verbreiten, die haben lange Zeit gebraucht, bis sie auf diese Strategie gekommen sind. Und so ist es bei Ihnen auch. Stellen Sie sich hier einfach die Frage, womit verdienen Sie Geld? Und das, was gut funktioniert, das duplizieren Sie dann bitte immer und immer wieder in Ihrem Portfolio und damit arbeiten Sie dann Ihre Handelsstrategie entsprechend auch aus. Ja, das ist wichtig, das kommt aus Grund der fehlenden Erfahrung und mit der Erfahrung wird das Ganze dann Stück für Stück ausgewählt. Das heißt, wenn wir mal das Trading eines Beginners anschauen, der Handel gleicht eher einem Glücksspiel. Ein erfolgreicher Trader, der plant extrem präzise, alles hochprofessionell. Da ist nichts mit Glück im Spiel, sondern wirklich den Plan traden. Beim Handel im Beginner ist häufig ja, so ein bisschen der Eindruck da, das ist Glücksspiel. Warum? Naja, wenn der Trade im Minus ist, wird halt einfach geschaut, dann setzt sich die Positionsgröße einfach nach oben, um den Verlust entsprechend auszugleichen. Das ist etwas, das ist Glücksspiel. Und wo wir beim Glücksspiel sind, kommen wir direkt auch zur Martingale Strategy. Das heißt, was ist das denn? Warum kommt das ins Trading oder wie kommt es ins Trading? Diese Strategie ist seit dem 18. Jahrhundert bekannt und kommt so ein bisschen aus dem Glücksspiel. Und die Grundlage hier ist, dass man im Glücksspiel eine Gewinnwahrscheinlichkeit von 50% hat. Und das sehen Sie auch häufig im Trading, dass manche sagen, gut, wenn ich jetzt einen Trade im Minus gehabt habe, dann verdoppel ich einfach die nächste Position und versuche dann damit alles wieder rauszuholen. Weil Sie haben ja immer 50-50. Es kann klappen oder auch nicht klappen. Das heißt, diese Gewinnwahrscheinlichkeit von 50% entspricht im Trading einem Chance-Risiko-Verhältnis von 1:1. Das heißt, wir haben hier einen theoretischen Erwartungswert, der positiv ist, weil irgendwann kommt einfach der Gewinn. In der Martingale-Strategie ist es so, dass der zu erwartende Gewinn immer gleich ist und im Verlustfall entsprechend die Positionsgröße einfach verdoppelt wird. Und mit dieser Positionsverdopplung wird er dann, wenn Sie tatsächlich die Gewinnwahrscheinlichkeit treffen, ein Gewinn erreicht, der alle Verluste ausgleicht und dann am Ende ein positives Ergebnis entsprechend erzielt. Das heißt, hier mal anhand eines allgemeinen Beispiels. Die Höhe des initialen Einsatzes entspricht auch der Höhe des zu erwartenden Gewinnes. Wir haben jetzt hier in diesem Fall einen Einsatz von 10 Euro. Ja? Das heißt, Sie setzen 10 Euro ein. Bei einer Gewinnwahrscheinlichkeit von 50% haben Sie die Chance, 10 Euro zu gewinnen. Punkt. Das ist es. Und das ist auch der Maximalgewinn für dieses Spiel. Der erste Einsatz von 10 Euro hat im Ergebnis, es geht daneben, Sie haben einen Verlust von 10 Euro. Also wird im zweiten Einsatz, der Einsatz verdoppelt, also im zweiten Spiel sozusagen der Einsatz verdoppelt, Sie setzen 20 Euro ein. Das ist auch Ihr Risiko, was Sie haben. Ergebnis, wieder ein Verlust. Sie haben zu diesen ersten 10 Euro weitere 20 Euro Verlust. Das heißt, Sie haben jetzt hier einen Gesamtverlust von 30 Euro. Also setzen Sie im dritten Spiel 40 Euro ein. Sie verdoppeln den vorhergehenden Einsatz. Hier ist es diesmal so, dass das Ganze im Gewinn endet. Sie gewinnen 40 Euro, haben vorher ein Minus von 30 Euro gehabt. Also nach diesem dritten Spiel der Gewinn ein Plus von 10 Euro. Das heißt, der Gewinn dieses dritten Spiels löst alle Verluste aus und hat den initialen Gewinn für Sie auf dem Konto hinterlassen. Das mal hier zum Allgemeinen. Schauen wir uns das Ganze mal an einem FX-Trade im Euro-US-Dollar an. Wir haben hier die Grundvoraussetzung, dass der initiale Einsatz ein Lot ist und aus diesem Lot ist der Einsatz 20 Pips. Also die Risikobegrenzung wird hier entsprechend bei 20 Pips angesetzt. Sie können auch maximal entsprechend hier den Wert nach oben schieben. Ich sehe gerade jetzt hier in dieser Folie ist ein kleiner Fehler drin. Ich muss jetzt mal ganz kurz schauen. Genau richtig. Wir haben das Ganze hier jetzt so aufgepackt. Das heißt, wir kaufen sozusagen ein Lot im Euro-US-Dollar bei
1,17. So, die Gewinnmitnahmeorder für diesen Trade, die platzieren wir im System 20 Pips höher, weil wir haben ja gesagt, wir wollen hier mit 20 Pips arbeiten. Das heißt, 20 Pips nach oben bei 1,17,2 wird dann der Stopp für die Gewinnmitnahme in diesem Long Trade im System hinterlassen. Die Verlustbegrenzung ist dann sozusagen 20 Pips tiefer. Während wir bei dem ersten Beispiel, was wir hatten, ja nach jedem Spiel sozusagen das Resultat schon auf den Tisch hatten, ist es hier so, dass man im Trading natürlich jetzt hier keine Gewinn- oder keine Verlustbegrenzung macht. Ne? Das heißt, man schmeißt ja nicht einen Trade raus mit einem Lot, um danach einen neuen Trade mit zwei Lots zu machen, sondern an dieser Stelle ist es so, dass wir die Verlustbegrenzung mental machen. Das heißt, die Position von einem Lot bleibt im System bestehen und wird bei Erreichen der Verlustbegrenzung durch den zweiten Lot eingepackt. Das heißt, hier ist es so, dass im ersten Fall hier unsere Verlustschwelle erreicht wird. Der Kurs steigt nicht an auf diese 1,17,2, sondern fällt auf die 1,16,8 ab. Und in dem Moment, in dem das passiert, haben wir erstmal einen Buchverlust von 20 Pip. Aber die Strategie sagt ja, in dem Moment, in dem die Verlustschwelle erreicht wird, soll die Position einfach verdoppelt werden. Das heißt, hier ist es so, dass wir ein zusätzliches Lot hinzukaufen bei einem Wert von 1,16,8. Das heißt, wir haben jetzt hier zwei Lot im Portfolio mit einem durchschnittlichen Einstand bei 1,16,9. So, und jetzt ist es so, dass wir die Gewinnmitnahme wieder ins System hineinsetzen. Das heißt, die Gewinnmitnahme-Order wird dann im System für beide Lots auf 1,17 gesetzt. Das ist sehr, sehr wichtig, dass Sie diese Gewinnmitnahme-Order dann entsprechend auch anpassen. Weil wir haben ja hier die Situation, die zweite Order, die ins System ersetzt, also plus ein Lot, ist ja so, dass diese Gewinnmitnahme bei 20 Pips über den Einstieg entsprechend gesetzt wird. Der Einstieg hier war bei 1,16,8. Das heißt, die Gewinnmitnahmeorder hat bei 1,17 zu erfolgen. Und wir wissen halt, wenn der Trade entsprechend klappt, soll diese Gesamtposition bei 1,17 aus dem Portfolio angestaut werden. Das heißt, hier unser Trade entsprechend läuft hier an, triggert die Gewinnmitnahme und wir haben jetzt folgendes Ergebnis. Das erste Lot wird bei plus minus 0 ausgestoppt. Das heißt, wir haben ja die initiale Position bei 1,17 gekauft und verkaufen die jetzt wieder zu 1,17. Das bringt uns halt in die Situation, dass der erste Trade sozusagen ein plus minus 0 Trade ist. Der zweite Trade, also die Erhöhung, das zweite Lot, wird hier mit einem Gewinn von 20 Pips verkauft. Ne? Und hier ist es so, dass der Reingewinn jetzt 20 Pips beträgt, allerdings nicht bei dem einfachen Einsatz, den Sie am Anfang hatten, sondern bei dem doppelten Einsatz. Und das ist halt der Punkt, der hier immer zu bedenken ist. Sie haben immer nur den initialen Gewinn, den Sie erwirtschaften können. Aber mit fortlaufenden Verlustserien wird ja Ihr Einsatz immer größer. Und da stellt sich natürlich die Frage, wenn Sie ein unendlich großes Portfolio an Geld zur Verfügung haben, dann haben Sie natürlich gute Karten, dass Sie irgendwann die Gewinnphase erreichen und Sie die 20 Pips tatsächlich mitnehmen. Die Frage ist aber, was passiert denn, wenn Ihnen das Geld ausgeht, bevor der Gewinn einsetzt? Dann haben Sie nämlich ein Problem. Und dann sitzen Sie auf einem riesengroßen Berg an Verlusten und haben kein Geld mehr zum Nachschießen. Das heißt, hier ist die Frage, was ist denn, wenn das Geld nicht reicht? Und was hier auch immer noch wichtig ist, ist das Thema der Finanzierungskosten. Je länger Sie so einen Trade hinausschieben, in die Zukunft sozusagen, je größer wird ja auch der Kostenfaktor. Und das geht dann entsprechend hier auch an die Substanz des Geldes heran und reduziert dann natürlich auch entsprechend die Erfolgswahrscheinlichkeit. Das heißt, Sie sehen, in der Theorie können Sie mit dieser Martingale-Strategie schon erfolgreich arbeiten. In der Praxis sieht es aber anders aus, weil es ganz oft der Fall ist, dass Ihnen das Geld ausgeht, bevor Sie hier das Glück haben, den Trade in Summe in Gewinn zu beenden. Und dann schauen wir jetzt mal noch auf die Strategie, wie es die erfolgreichen Trader in der Regel machen. Das heißt, hier ist es so, dass ein komplett konträres Vorgehen der Fall ist. Das heißt, im Gewinnfall erhöhen die erfolgreichen Trader ihre Positionsgröße. Das heißt, sie steigern die Investments in den Gewinn hinein, in das, was gerade wirklich gut läuft. Wenn ein Verlust eintritt, dann wird sofort die Positionsgröße verringert. Das heißt, hier wird das Trading
an den Erfolg des Traders angepasst. Und das reduziert dann natürlich das Risiko. Sie sehen es halt im professionellen oder erfolgreichen Trading ist es halt so, wenn es nicht läuft, reduziert man das Risiko, ja? Und wenn es gut läuft, dann macht man halt die Trades dort hinein, wo es wirklich gut läuft und verdient damit dann großes Geld. Wenn es nicht läuft, dann ist das Risiko klein und damit wird einfach weniger Kapital riskiert. Das heißt, dieses Vorgehen mal im Vergleich zu dem, was wir gerade hatten, ist das Trading, wo Sie die deutlich höhere Erfolgswahrscheinlichkeit haben, weil Sie hier die Risikokontrolle extrem eng am Markt auch halten. Damit möchte ich Ihnen oder wollte ich Ihnen mal ein paar Einblicke geben. Zum einen, was die Martingale-Strategie ist, weil das liest man ja sehr, sehr häufig in den Netzen. Auch es ist ja eine Strategie, die wird häufig auch, sage ich mal, gerade von Beginnern gemacht. Unwissend natürlich. Und aus diesem Grund habe ich das Thema heute auch mal mit aufgenommen. Und ich hoffe, Sie konnten hier ein paar Dinge mitnehmen, wo Sie sich selbst im Trading auch verbessern können, sehen, wo sind Stellschrauben, was kann gemacht werden, und damit in Zukunft auch profitabel langfristig zu traden. Ich danke Ihnen an dieser Stelle für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen richtig gute Trades für die Zukunft.